Ich bin heute hier, weil ich denke, genug ist genug. Meine Kolleginnen und ich, wir arbeiten outgesourced. Sozialarbeit an Berliner Schulen ist komplett outgesourced. Das bedeutet, dass wir sehr wenig Geld zum Leben haben. Meine Kolleginnen wissen nicht, wie sie Schulbücher bezahlen sollen für ihre Kinder, wie sie Klassenfahrten bezahlen sollen, wie sie die Miete bezahlen sollen. Sie sind aus der Stadt rausgezogen und ich glaube, es reicht. Was denkst du, wie sollte eine Krisenbewegung von links aussehen? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, in einer Situation, in der 100 Milliarden an die Bundeswehr gegeben werden, 200 Milliarden an Unternehmen, die sowieso schon jahrelang Milliarden Gewinne machen, und in der gleichzeitig im Gesundheits- und im Bildungssektor gekürzt wird, was das Zeug hält, auch von einer rot-rot-grünen Regierung hier in Berlin, dass wir uns als Beschäftigte im sozialen Sektor dagegen organisieren, und zwar alle zusammen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Beschäftigte organisieren, dass wir uns in den Betrieben organisieren, da, wo wir sowieso sind, wo wir jeden Tag arbeiten, wo wir jeden Tag Gespräche darüber führen, dass das Leben viel zu teuer geworden ist, dass die Lebensmittelpreise viel zu teuer geworden sind, dass der Sprit viel zu teuer geworden ist, dass die Mieten viel zu teuer geworden sind und dass wir uns von dort aus auf die Straße gehen. Ich glaube, dass wir uns koordinieren müssen, dass wir unsere Arbeitskämpfe zusammenführen müssen und dass wir an denselben Tagen streiken müssen, weil wir dann viel mehr Kraft haben, als wir ohnehin schon haben.